Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Info Video. Ich habe heute ein paar richtig geile Infos und zwar soll mit Anfang Season 2 sofort am Start ein mega großes Waffen-Update kommen, ein riesen Waffen-Patch. Ich glaube 8 oder 9 Waffen waren es, die verändert werden sollen, zum Guten oder zum Schlechten. Es kommen sogar 2 neue Aufsätze dazu. Welche Änderungen es vereinzelt in Season 2 gibt, nach dem Intro. Where's my money, bitch? Als allererstes möchte ich kurz erzählen, welche Waffen alles gepatcht werden. Die Flatline, die P2020, die RE45, die Alternator, sämtliche Energiewaffen und jetzt haltet euch mega fest, eure Lieblingswaffe, die Mosambik. Was an der geändert wird, bin ich echt mal gespannt. Es wird 2 neue Aufsätze geben, die niegelnagelneu sind, die es vorher im Spiel nicht gab. Da bin ich echt mal gespannt, was die so alles verändern im Spiel. Dann gibt es eine richtig harte Veränderung für alle Shotgun-Spieler. Und zwar ist es ja bis jetzt möglich gewesen, im Rucksack eine Munitionsart von den Shotguns auf 64 zu stapeln, bevor ein neuer Slot beginnt, wenn man Munition aufsammelt. Der soll ab Season 2 nur noch bis 16 stapelbar sein. Das finde ich eine absolut heftige Veränderung. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber vielleicht wird man dann in Zukunft nicht mehr so hart von der Friedensstifter penetriert, weil ich finde die Friedensstifter nach wie vor sehr anstrengend. Wenn du kein Schild hast, du kriegst direkt so einen Schuss in die Fresse, bist du sofort down, was auch sehr frustrierend sein kann. Passiert vielleicht nicht ganz so oft, aber es ist eine Veränderung, die ich vielleicht nicht schlecht finde, aber es ist schon ein krasser Eingriff. Dann wird an den Arcstars ein bisschen was geändert. Die Explosionszeit wird etwas erhöht. 0,2 Sekunden ist jetzt nicht der Welt. Und es soll wohl ab Season 2 dann nicht mehr möglich sein, alleine durch den Rand der Explosion von dem Arcstar sein komplettes Schild zu verlieren, sondern nur noch, wenn man wirklich direkt in der Detonation steht. Und es soll einen Gegner komplett runterballern, wenn der Arcstar haften bleibt. Zu den 2 neuen Aufsätzen. Und da dachte ich erst, ich habe mich verlesen, weil beides beinhaltet das Wort Munition. Deswegen habe ich gedacht, das ist eine neue Munitionsart. Bei der Alternator und der AR-45 wird es einen Aufsatz geben, der nennt sich Unterbrecher-Munitionsaufsatz. Schweres Wort. Was bewirkt der? Erhöht den Schaden an den Schildern der Gegner. Und bei der P2020 und der Mosambik, da haben wir nämlich die Änderung an der Mosambik, gibt es den Aufsatz Hammerpunkt-Munition und erhöht den Schaden an den Lebenspunkten der Gegner. Finde ich eine geile Änderung. Ich bin mal gespannt, wie sehr sich das auswirkt, wie heftig, weil ich finde zum Beispiel die RE45 mit lila Magazin haut schon ordentlich rein, wenn man den Oberkörper oder das Gesicht extrem hart penetriert. Dann gibt es eine Änderung. Die würden viele wahrscheinlich geil finden. Ich sehe das so ein bisschen gespalten. Die Devotion, die Havoc und die Triple Take bekommen erweiterte Magazine. Einerseits geil, aber andererseits könnte ich mir vorstellen, dass die Havoc oder die Devotion in Verbindung mit Turbolader vielleicht overpowered sein könnte. Denn zum Beispiel die Havoc hat ja erst ein Patch abbekommen und wurde die Munition erhöht. Ich glaube von 24 oder 25, weiß ich jetzt nicht genau, auf 32. Mit Turbolader kann man dann Gegner so hart penetrieren. Und wenn du jetzt ein erweitertes Magazin bekommst, übrigens ab Stufe 2 lädt man bei den Energiewaffen dann auch schneller nach. Aber meine Sorge ist, wenn die Munitionsreserve dann zu groß im Magazin ist, habe ich die Sorge, dass man da vielleicht mit der Havoc dann vielleicht ein ganzes Squad einmal alleine ohne Nachladen wegrotzen kann. Muss man sehen, wie sich das im Spiel auswirkt. Ich hoffe, dass es vielleicht nur 2-3 Kugeln pro Magazin sind. Ansonsten wird das eine absolut hässliche Geschichte. Könnt auch gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Änderung findet. Speziell das erweiterte Magazin für die Energiewaffen. Für die Triple Take finde ich das eigentlich ganz geil, aber Havoc und Devotion bin ich mir noch nicht so sicher. Dann wird bei den Energiewaffen noch an der Munitionsreserve im Rucksack geschraubt. Und zwar kann man jetzt die Munition in einem Slot im Rucksack von 60 auf 80 stapeln. Finde ich auch eine positive Veränderung, denn die Energiemunition, auch wenn sie vor ein paar Monaten gepatcht wurde und man davon mehr findet, geht auch da trotzdem die Energiemunition schnell zur Neige. Finde ich eine wirklich mega geile Änderung. Dann gibt es noch einen zusätzlichen Buff an der Flatline, an der Alternator und an der P20.
2020. Wortwörtlich wird geschrieben, sie werden stärker gemacht, um ihre vorgesehene Rolle besser zu erfüllen. Was das genau heißt, kann ich euch nicht sagen, wird nicht weiter beschrieben. Jedenfalls werden sie allgemein noch ein bisschen gebufft. In welcher Art und Weise? Ich nehme mal an, dass der Schaden wahrscheinlich allgemein ein bisschen erhöht wird oder die Stabilität. So, dann soll es noch ein paar neue Goldwaffen im Spiel in Zukunft zu finden geben. Also goldene Varianten von der Wingman zum Beispiel oder von der Friedensstifter gibt es goldene Varianten oder der R301. Und da sollen in Zukunft noch ein paar neue Goldvarianten dazukommen. Welche genau, wurde noch nicht beschrieben. Das ist soweit die Veränderung dazu. Und jetzt habe ich noch ein paar Informationen zur Elster, die neue Waffe, die ab Season 2 ins Spiel kommt. Die Elster wird einfach nur beschrieben, wie die Handhabung sein soll. Man soll wohl etwas Übung brauchen, um mit der Elster überhaupt richtig umgehen zu können. Finde ich aber, hat man schon in dem Trailer gesehen, wo mit der Waffe ein bisschen geballert wird. Die Schüsse sind allgemein größer, also diese Energiebälle haben natürlich einen größeren Radius, wo man einen Gegner treffen kann. Nachteil ist, die Schüsse sind deutlich langsamer. Ich denke mal, man muss deutlich weiter vorhalten, wenn ein Gegner zum Beispiel läuft. Also das ist für mich, denke ich, eher eine Nahkampfwaffe am besten. Die Waffe kann überhitzen und hier steht auch wörtlich und fordert dann einen Austausch der Linse, statt nachgeladen zu werden. Was auch immer das bedeutet. Ich denke mal, man könnte unendlich lange schießen, bevor die Waffe überhitzt, muss man einfach kurz mal pausieren, warten, bis sie sich abkühlt und kann dann weiter rotzen, ohne nachzuladen. Und das Tauschen der Linse wird sicherlich auch auf der Vierecktaste, zumindest für die PlayStation-Spieler, sein. Das ist dann so eine Art Nachladen. Man tauscht halt die Linse aus, so wie es wohl sein soll. So, ja, die Schüsse sind mächtiger und langsamer, das hatte ich schon gesagt. Und der Munitionsvorrat ist natürlich begrenzt, genauso wie bei der Kraber und der Mastiff. Das waren alle Informationen, die ich bis jetzt habe. Wie gesagt, zum Start von Season 2 am 2. Juli sollen die Änderungen sofort aktiv sein. Da kommen dann auch noch ein paar Patch Notes. Da kann ich dann euch detailliert noch ein bisschen erklären, was sich wirklich alles geändert hat. Und für alle, die keine weiteren Infos zu Apex Legends verpassen wollen, auf meinem Kanal seid ihr richtig. In den letzten Wochen habe ich euch da, denke ich, doch ordentlich versorgt. Kam sehr gut an. Möchte mich natürlich bei allen nochmal bedanken, die mich in letzter Zeit so supportet haben. Die Abonnenten auf meinem Kanal explodieren förmlich. Das ist echt krass. Ich habe, glaube ich, innerhalb von 3-4 Wochen meine Abonnentenzahl fast verdoppelt. Danke für den Support, das möchte ich einfach mal sagen. Lasst gerne einen Daumen und ein Abo da, wie gesagt. Und wenn ihr neu seid, eben das Abo, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Jetzt werde ich gleich live streamen. Verzögert sich leider ein bisschen. Ich wollte schon lange anfangen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, dass die, die das jetzt sofort schauen, gleich noch in meinem Livestream vorbeischauen. Haut rein. Ciao.